Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell am Montag. Das Wochenende ist vorbei und wir starten in die neue Arbeitswoche. Wir beginnen heute unsere Meldungen mit einem Brand, der sich am Samstag ereignete. Es war buchstäblich Rettung in letzter Minute. Eine 17-Jährige aus Auersbach lag bereits bewusstlos in ihrem Bett, als Männer der Feuerwehr Mürzzuschlag unter Einsatz von schwerem Atemschutz in das von dichten Rauchschwaden erfüllte Einfamilienhaus eindrangen. Nachbarn, die den Feuerschein gesehen und sofort die Feuerwehr alarmiert hatten, befürchteten nämlich, dass sich die Tochter der Hausbesitzer im Obergeschoss aufhalten dürfte. Die Feuerwehr barg die 17-Jährige mittels Drehleiter und übergab sie dem Roten Kreuz. Da war der Zustand von der Jugendlichen sehr kritisch. Mittlerweile ist sie zum Glück außer Lebensgefahr, erfuhr die Polizei aus dem Krankenhaus. Damit zu weiteren Meldungen. Das letzte Wochenende stand im Zeichen der Volkskultur im Kindberger Volkshaus, denn die Schneerosen aus Kindberg haben traditionell zum Steirerball geladen. Schon die zünftige musikalische Begrüßung der Kindberger Kirtagsmusi versprach eine stimmungsvolle Ballnacht. Mich freut es, dass so viele kommen zum Steirerball, den die Schneerosen aus Kindberg veranstalten. Mein Urgroßvater war übrigens der Gründer dieses Vereins und das ist selbstverständlich für einen Bürgermeister, dass man hingeht. Und was auch dazu gehört, es sind so viele fesche Burmer und Madeln da und das freut mich ganz besonders. Alles in Tracht, ein ganz schöner Ball in Kindberg. Für die Schneerosen aus Kindberg ist 2013 ein Jubiläumsjahr. Für die neue Obfrau eine Herausforderung. Mein Name ist Christine Holzer. Ich bin seit März 2012 die Obfrau des Trachtenvereins Schneerosen aus Kindberg. Ich war jahrelang die Stellvertreterin vom Sepp Kapfenberger und nun haben wir das Amt getauscht und ich bin die Obfrau geworden. Der Verein besteht seit 1928. Wir feiern heuer unser 85-jähriges Jubiläum. Wir machen als Besonderheit einen Auftanz, das ist der Reiftanz. Und ich hoffe und wünsche allen gutes Gelingen dazu. Der Verein besteht aus 220 Mitgliedern circa. Davon sind ungefähr 40 Personen aktiv. Das teilt sich auf in eine Tanzgruppe, wir haben eine Plattlergruppe, eine Mittwoch-Handarbeitsrunde, die aus den Damen besteht. Und dann unser Ex-Obmann führt noch eine Tanzmitgruppe. Da treffen sich die Leute, um einfach den Volkstanz zu üben, ohne Auftritte forcieren zu müssen. Ist der zweite Ball nach dem Jägerball in Kindberg und wir freuen uns jedes Jahr auf dieses kulturelle Ereignis, muss man schon sagen, denn der Steirerball ist auch immer derjenige Ball, wo auch unsere Freunde aus Vösendorf zu uns kommen mit der ganzen Abordnung und das ist wirklich ein ganz toller Ball und wir freuen uns schon sehr darauf. Und wenn jemand, sie oder er, auf den Geschmack gekommen ist, für die Volkskultur bei den Schneerosen ans Kindberg etwas beizutragen, ist herzlich willkommen. Wir haben zweimal wöchentlich Probe. Am besten meldet man sich bei mir oder beim Ex-Obmann Josef Kapfenberger. Wir sind im Kindberg recht bekannt. Und sonst schaut man einfach bei uns am Donnerstag um 20 Uhr bei der Probe vorbei. Man kann das ganz unverbindlich machen, sich das anschauen und wenn man Lust und Laune hat, einfach ausprobieren. Für Tanzmusik bis in die frühen Morgenstunden sorgte ein sehr bekanntes und beliebtes Trio. Ja, grüß euch, da ist das Schneiderwirt-Trio im Auftrag der Kernburm. Die Musikerkollegen, der Markus Kern, der Manfred Begnetter und der Schneiderwirt. Wir spielen heute für euch auf in Kindberg beim Steirerball für die Schneerosner. Der steirische Brauch und ich bin ein Steirerbur. Straßenkrom, arm ein holter Bub. Ich bin holder und wir sind von Kroner toll. Die schönen alten Lieder kennt man überall. Das neue Jahr hat zwar bereits 21 Tage am Buckel, trotzdem finden in der Steiermark noch Neujahrsempfänge statt. So auch vor kurzem in der Wirtschaftskammer in Bruck an der Mur. Die Wirtschaftskammer hat vor kurzem Behördenvertreter und Sozialpartner zum traditionellen Neujahrsempfang geladen. Die Bilanz für das Jahr 2012 sieht zwar nicht ganz so rosig aus, man blickt allerdings optimistisch in die Zukunft.
Ja, das Jahr 2012 ist für die Wirtschaft war ein leichter Abwärtstrend erkennbar. Und wir hoffen, dass wir jetzt im 2013er Jahr, dann Mitte des Jahres, wieder diesen Aufwärtstrend bekommen. Aber 2012 war nicht so, sage ich mal, so pulsierend wie die Jahre davor. Also ein leichtes Minus. Inwieweit wird jetzt die Wirtschaftskammer, wird die Wirtschaft profitieren von der Bezirkszusammenlegung? Ja, die Wirtschaft wird insofern profitieren, dass man sagt, es wird vielleicht der ganze Ablauf noch schneller werden, noch effizienter. Das hat uns auch die Frau Bezirkshauptfrau so mitgeteilt. Und das sollte ein großer Vorteil sein für die Wirtschaft. Wir haben immer mehr Mitglieder, wir haben immer mehr Kunden, das sind jene, die unser Service in Anspruch nehmen. Wir haben immer mehr Anfragen. Das heißt, wir sind, hoffe ich, für unsere Mitglieder ein wertvoller Partner. Sie wenden sich an uns, wenn sie Anliegen haben. Wir arbeiten die bestmöglich ab und beraten bestmöglich. Was war jetzt das Kritischste eigentlich im vergangenen Jahr? Naja, wir haben schon immer gehört, auch in den Medien, dass wiederum die Konjunktur einbricht, dass vielleicht die nächste Krise kommen könnte. Pessimismus ist nicht immer gut für unsere Kunden. Es hat sich auch in unserer Konjunkturabfrage, die wir zweimal im Jahr machen, bestätigt, dass die Aussichten zumindest nicht so gut sind, wie sie sein sollten. Und das ist natürlich in den Köpfen der Unternehmer etwas sehr, sehr wesentlich. Wie ist die wirtschaftliche Entwicklung in der nächsten Zeit? Und wie ist die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr? Nicht so schlecht wie prognostiziert. Es sind Befürchtungen vorhanden. Wir hoffen, dass sie nicht in diesem Ausmaß eintreten. Leichter Optimismus bereits wieder sichtbar. Die größte Fachgruppe in der Wirtschaftskammer ist die der gewerblichen Dienstleister. Sie umfasst 15.000 Mitglieder aus über 70 Sparten. Das Interessante daran ist, dass die Vielfalt so verschiedenartig ist. Das heißt, wir haben über 60 Branchen, davon einige reglementierte Gewerbe, aber der größte Teil betrifft freie Gewerbe. 89% sind Einzelunternehmer. Wie haben diese Einzelunternehmer jetzt eigentlich das Wirtschaftsjahr 2012 gesehen und wie gehen die in die Zukunft? Ich glaube, dass das Wirtschaftsjahr ganz ein tolles werden wird bei den Dienstleistern. Es ist so, dass viele Unternehmer ja nicht hauptberuflich das ausüben, sondern nebenberuflich. Aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg, auch was die Interessensvertretung angeht. Und wir denken uns da immer auch wieder spezielle Sachen, Spezielles für die EBUs aus. Seit 1. Jänner ist Bruck mit Zuschlag der drittgrößte Bezirk der Steiermark. Auch wirtschaftlich gesehen ist diese Zusammenlegung ein Gewinn. Ja, wir haben die Möglichkeit, jetzt auf mehr Personal zurückzugreifen durch die Zusammenführung. Und gerade im Anlagenbereich, also ein wesentlicher Bereich ist für die Wirtschaft, haben wir die Möglichkeit, auch Spezialisierungen vorzunehmen im Juristenbereich. Und da sind natürlich die Folge, da hoffen wir dann zumindest, dass eine Verfahrensbeschleunigung dadurch auch eintritt. Wir sind ja schon schnell unterwegs, aber man kann immer noch ein bisschen besser werden. Heute war es den ganzen Tag über trüb in unserem Sendegebiet. Gegen Abend gab es einigen Schneefall bei Temperaturen um die 0-Grad-Grenze. Morgen Dienstag gibt es bei meist geschlossener Bewölkung noch ein paar leichte Schneeschauer. Am Nachmittag bleibt es vielerorts schon niederschlagsfrei. Vereinzelt kann sich sogar die Sonne zeigen. Die Frühtemperaturen, die bewegen sich morgen zwischen minus 4 und plus 2 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen minus 1 bis plus 3 Grad. Das war Mürztal aktuell am heutigen Montag. Bis morgen. Wiederschauen.